Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 14. November. Guten Morgen. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Eine Woche nach Angriffen auf israelische Fans sind die Sicherheitsvorkehrungen bei der Partie Frankreich gegen Israel hoch. Die Personalie Haldenwang ist Thema bei der Wuppertaler CDU und Gladiator 2 kommt ins Kino. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der künftige US-Präsident Trump kann sich auf eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern stützen. Nach übereinstimmenden Prognosen großer US-Fernsehsender hat seine republikanische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt. Der radikale Kongressabgeordnete Matt Gaetz soll Justizminister werden. Das kündigte Trump in einer schriftlichen Stellungnahme an. Außenminister soll der republikanische Senator aus dem Bundesstaat Florida, Marco Rubio, werden. Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, ist mit dem Leo-Beck-Preis ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung sprach er von der größten Ehre seines Lebens. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Nach antisemitischen Ausschreitungen am Rande des Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv sind die Sicherheitsvorkehrungen in Paris hoch. 4000 Polizisten werden heute rund um das Stade de France und in der gesamten Stadt im Einsatz sein, um am Tag der Partie zwischen Frankreich und Israel für Sicherheit zu sorgen. Rund 20.000 Fans werden im Stadion erwartet. Viermal so viele passen rein. Demonstrativ wird Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron das Spiel besuchen. Seine Anwesenheit solle eine Botschaft der Brüderlichkeit und Solidarität nach den unerträglichen antisemitischen Handlungen nach dem Spiel in Amsterdam senden. Das teilte Macrons Büro mit. Israel hatte nach den Ausschreitungen in Amsterdam, bei denen laut Angaben der niederländischen Polizei bis zu 30 Menschen verletzt wurden, Fans dazu aufgerufen, das Nations League-Spiel in Paris zu meiden. Auch nach einem Jugendfußballspiel in Berlin-Neukölln gibt es Berichte über mutmaßlich antisemitisch motivierte Angriffe. In dem Fall ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Im Ortsteil Britz soll am vergangenen Donnerstagabend eine unbekannt gebliebene Personengruppe Spieler des deutsch-jüdischen Sportvereins TuS Maccabi beleidigt und sich ihnen gegenüber antisemitisch geäußert haben. Außerdem soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Um für die CDU für den Bundestag zu kandidieren, wirft Thomas Haldenwang schon früher als geplant als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz hin. Heute folgt der nächste Schritt. Dass Haldenwang sich Ende des Jahres von seinem Amt zurückziehen wird, war bekannt. Was er danach vorhatte, hingegen nicht. Jetzt überrascht Haldenwang nicht wenige mit seinem Entschluss, in die Politik gehen zu wollen. Laut einem Sprecher des Bundesinnenministeriums hat die zuständige Ministerin Faeser den Innenausschuss darüber informiert, dass Haldenwang wegen seiner Kandidatur die Amtsgeschäfte ab sofort nicht mehr wahrnehme. Das bisherige Amt des Verfassungsschutzpräsidenten gilt es klar zu trennen von einer Kandidatur für den Deutschen Bundestag, teilte der Sprecher der FAZ mit. Der Wuppertaler Kreisvorstand der CDU, für den Thomas Haldenwang kandidieren möchte, will heute über den Vorschlag beraten. Dabei soll eine Empfehlung für die Kreisaufstellungsversammlung am 30. November beschlossen werden. Kreisverbandsvorsitzender Johannes Slavik zeigte sich froh darüber, dass es gelungen sei, Haldenwang als Kandidaten zu gewinnen. Bei der AfD dürfte man aufatmen, die Partei muss offenbar nicht mehr fürchten, noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft zu werden. Eigentlich wollte der scheidende Bundesverfassungsschutzpräsident Haldenwang am Ende seiner Amtszeit verkünden, ob die AfD vom rechtsextremen Verdachtsfall zu einer gesichert rechtsextremen Bestrebung hochgestuft wird. Diese Entscheidung ist jetzt auf die Zeit nach der Neuwahl im kommenden Jahr verschoben worden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, aufgrund der Bundestagswahl sei Zurückhaltung geboten. Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg darf den AfD-Landesverband derweil als Verdachtsfall einstufen und beobachten. Das entschied der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und wies eine Beschwerde der AfD dagegen zurück. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Unterdessen machen die Befürworter eines AfD-Verbots vor der Bundestagswahl Druck. Nach Angaben des CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz brachten 113 Abgeordnete ihren Antrag für das Vorhaben beim Bundestagspräsidium ein. Ziel ist laut Wanderwitz noch in dieser Legislaturperiode, den Antrag im Bundestag einzubringen und über ihn abzustimmen, damit das Bundesverfassungsgericht ein Verfahren einleiten kann. Es gibt viele Kritiker dieses Vorstoßes, der mit hohen rechtlichen Hürden verbunden ist.
Die Ampel ist Geschichte, der Wahlkampf eröffnet. Jetzt soll der Bundestag das erste Gesetz nach dem Bruch der Koalition beschließen. Zur Abstimmung steht heute ein Gesetz, das verlängert werden soll. Es sieht vor, dass Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen wegen Wohnungseinbrüchen weiterhin Telefongespräche abhören dürfen. Die Regelung ist bisher bis zum 12. Dezember befristet und soll bis Anfang 2030 verlängert werden. Aus verfahrenstechnischen Gründen ist die Verlängerung in ein Gesetz zur Änderung der Höfeordnung eingefügt. Dabei geht es darum, das Vererben von Bauernhöfen in 4 deutschen Bundesländern auf eine neue rechtliche Grundlage zu stellen. Das Vorhaben dürfte mit den Stimmen der Union den Bundestag passieren. Für die rot-grüne Minderheitsregierung bleiben noch gut 5 Wochen, um mit den Stimmen der Opposition in diesem Jahr Gesetze zu beschließen. Zwar signalisierte CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz beim Schlagabtausch gestern im Bundestag entgegenkommen bei einer Änderung des Grundgesetzes zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts, machte aber auch klar: Und wenn Sie dann noch einzelne Vorhaben Ihrer zerbrochenen Regierung mit unserer Hilfe hier zu Ende bringen wollen, dann will ich Ihnen sagen, Sie haben hier von dieser Stelle aus keine Bedingungen zu stellen. Und er pochte weiter darauf, dass Scholz für eine Zusammenarbeit erst die Vertrauensfrage stellen müsse. Wir sind nicht der Auswechselspieler für Ihre auseinandergebrochene Regierung. Kanzler Olaf Scholz versuchte es zuvor mit Appellen. Selbstverständlich ist auch das Parlament in dieser Zeit handlungsfähig. Wir können handeln. Er hoffe, noch mehrere Gesetzesvorhaben durchzubringen, auf die sich die Ampel und die Union schon geeinigt hatten. Wir sollten die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, um noch ganz wichtige Gesetze miteinander zu beschließen für die Bürgerinnen und Bürger, die keinen Aufschub dulden, die notwendig sind. Ich glaube, das müssen wir dem Land jetzt zeigen. Dazu zählen etwa der Abbau der kalten Progression, die Wachstumsinitiative, die Erhöhung des Kindergelds und der Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Gladiator ist zurück auf der Leinwand. Vor 24 Jahren war Ridley Scotts Gladiator der Kinohit des Jahres. Jetzt wagt sich der Regisseur an eine Fortsetzung. Gladiator 2 kommt heute in die Kinos. Du gehörst jetzt mir. Aber wessen Kopf kann ich dir geben, der diesen Zorn befriedigt? Der des Tribuns genügt. Rom hat mir alles genommen. Aber meine Rache wird sie treffen. Der Plot beginnt 16 Jahre nach den Ereignissen von Gladiator. Darin tritt Lucius in dem Film das Erbe seines Vaters Maximus an. Lucius wird aus dem Königreich Numidien, dem heutigen Nordafrika, wo seine Mutter ihn als Kind hinschickte, zurück nach Rom entführt und versklavt. Gladiator erhielt damals 5 Oscars. Mit dem Erwartungsdruck kann Ridley Scott aber offenbar umgehen. Druck hat man immer und das ist etwas Gutes, sagt er. Ich bin vor jedem Film nervös, denn jeder Film ist wie eine Wildnis mit einem Lego-Bausatz. Man versucht, die Teile zusammenzusetzen und hofft, dass am Ende alles einen Sinn ergibt. Um das antike Rom mit möglichst wenigen Spezialeffekten auferstehen zu lassen, ließ Scott viele Orte mit Kulissen bauen. Der reichste Mann der Welt steht seit Wochen in engem Austausch mit Donald Trump und scheint nach dem erfolgreichen Wahlkampf im innersten Machtzirkel angekommen zu sein. Tech-Milliardär Elon Musk traue sich zu, das Regierungsbudget von jährlich 6,5 Billionen Dollar um mindestens 2 Billionen zu kürzen. Zum Sparen ist er jetzt offiziell engagiert. Er soll das Department of Government Efficiency leiten, das die Regierung beim Ausgabenkürzen unterstützen soll. Dass Musks Ziel ohne Kürzungen bei staatlichen Sozialprogrammen erreichbar ist, halten Beobachter kaum für möglich. Trump hat aber versprochen, in dem Bereich nicht zu sparen. Das Department soll nicht Teil der Regierung sein, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass die neue Aufgabe für Musk als Inhaber eines Firmenimperiums, der selbst mit staatlichen Auflagen und Bürokratie konfrontiert ist und diese in der Vergangenheit kritisiert hat, erhebliche Interessenkonflikte mit sich bringt. Ihm einen offiziellen Regierungsposten zu geben, wäre daher womöglich gescheitert. Der geplante Abbau von Vorschriften werde Schockwellen durch das System senden, ließ sich Musk bereits von Trump zitieren. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker zum Nachlesen finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.